Hallo zu einer neuen Raft-Folge mit Concord. Hallo und herzlich willkommen. Und wie ihr schon seht, da ist eine big fucking Insel. Wow, mit einer Yacht drauf. Holy shit. Oh yeah. Wie ist eigentlich die Yacht dazwischen den ganzen Felsen reingekommen? Tsunami. Ja, okay. Eindeutig Tsunami. Ja, das kann sein. Ach, ich glaube, ich war ja gerade dabei, das ganze Erz da ein bisschen anzuschmelzen. Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Rohes gekochtes und nicht gekochtes. Fresse ich mich erstmal hier richtig voll. Ah ja, Essen bräuchte ich auch mal wieder. Ernten kann man noch nicht. So. Dann kann man das wieder reinlegen. Und dann esse ich so einen kleinen Scheiß da noch, um den Rest zu machen. Perfekt. Dann kann ich doch. So. Das wieder so, reinlegen. Und dann ein bisschen was trinken gehen. Ey, wo geht's hier runter? Ach, da hin. Ist das ein Steg oder was ist das? Oder ist das. Ach, gehört jetzt noch zum Schiff dazu? Hm? Ach so, ist das. Der Bug? Sieht ja verreckt aus. So. So, jetzt muss ich eindeutig erstmal. Wie ging das gleich wieder? Ich weiß es auch gerade gar nicht. Wie mache ich Inventar auf? Halt Inventar. Ah doch, ach so. Ach, die ist fast weg. Alles klar. Wenn ich Anker schmeißen kann, sagst du Bescheid. Ich stünde beim Anker, nur ich sehe nichts mit dem Anker. Warte mal, vielleicht ein bisschen anders hinfahren. Aber ich glaube, das funktioniert jetzt langsam nicht mehr. Nee. Es war ein Zufall, aber auch, dass der Wind wieder so richtig gegen uns spielt. Es ist doch zum Kacken. Ah ja, aber volle Sahne, ne? Oh nein. Ich runterfallen. Ich muss ja erstmal hier ein bisschen ausräumen, jetzt, dass ich hier viel sammeln kann, hoffentlich. Oh ja, also Holz haben wir wirklich mittlerweile. Also ich bin auch leer, aber mir fällt gerade auf, ich habe gar kein Ding mehr. Keinen Haken mehr, das ist doof. Brauchst Schrott, Seil, blanke Bolzen. Was haben wir denn hier so? Ach, ich tue hier einfach hier jetzt mal meine Angelrute rein. Wo hat denn jetzt Krimskram? What? Ah ne, ich tue es vielleicht eher beim Krimskram rein. Holz? Haben wir. Wo haben die Seile reingetan? Stein. Seile müssten. Okay. Gut, dann nehme ich hier, produziere hier nochmal Seile hier. Wir kennen Seile. Ja, wo haben wir das zu nehmen? Eine Seile vielleicht dann bei. Ich hab mir. Ja, ich hab die. Ich glaube, aber ich hab jetzt einfach mal ein paar Seile hergestellt. Ey, komm, ey! Jetzt vielleicht, wir Seile. Müssen vielleicht doch irgendwie hinpaddeln jetzt mal. Was will ich denn gerade machen? Ich hab noch eins, zwei. Vier Holz. Eins, zwei, drei, vier. Teilbahn 1. Plastik. Wo ist Plastik? Plastik da. Plastik. Huch, ich bin irgendwie die Treppe runtergefallen. So. Hab ich jetzt eigentlich noch ein Paddel? Nein, hab ich nicht. Haben wir den Paddel. Paddel haben wir hier. Ich paddel mal. So. Und so ein Speer. Ein Metallbahn. Ein Bolzen meine ich. Na, bescheuert. Da muss es sein, genau. Zwei Metallbahnen. Zwei Seile und sechs Holz. Gleich haben wir es geschafft. Wie schaut's aus? Anker raus? Nee. Ja? Nein. Noch nicht? Warte mal kurz.
Scheiße, jetzt sind wir da gestrandet. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, ob wir von dieser Seite überhaupt aufs Schiff kommen, aber wir werden es ja gleich sehen. Und sonst müssen wir vielleicht nochmal dingseln. Zwei Seil. So, jetzt hau den Anker raus. Ja. Einen Moment, warte kurz. So, ich gehe. Warte. Ich gehe schon. Ha. Aha. Alle Fälle herstellen. Bist mit's langsam. Ohoho. Ich geh schon mal los. Mag ich das jetzt wissen? Oho. Ich muss noch mal kurz was essen. Also wahrscheinlich kommt man jetzt gar nicht auf die Yacht. Wow. Kommt man da irgendwie hoch? Kann auch sein, dass wir vielleicht irgendwie von der anderen Seite hin müssen. Ja, ich weiß. Ich habe nochmal kurz geerntet, nicht dass irgendwelche Vögel jetzt unsere ganzen Kartoffeln und sowas wegkommen. Nein. So. Irgendwie schaut's aus, geht's irgendwie. Ich glaube hier hinten vielleicht. Ja, doch, von hinten. Alles klar. Autorisiertes Personal nur. Oh, sieht richtig spannend aus hier. So, bist du, ich mag das mit dir zusammen entdecken. Ich warte extra auf dich. Bin unterwegs, ja. Sogar sehr spannende Musik gerade. Huch. Fall da mal wieder runter. So. Schön langsam gehen, schön spannend. Oh, sieht sehr düster und gruselig aus. Oh, liegt was? Schrott. Gott, geil. Ach, das ist der Maschinenraum hier. Oh, was ist das hier? Benutzen. Schön umschauen, also. Oh, der Tisch ist so hab beleuchtet. Habe ich gerade Licht angemacht? Hinweis aufnehmen. Achso. Schrott. Ein Aufnahmegerät hast du aufgenommen? Eine Brechstange? Aha. Kann man das jetzt herstellen? Ich schau mal kurz. Nee, keine Ahnung. Also in meinem Inventar habe ich jetzt eigentlich nicht. Ach, warte, wie war das denn? ITT war das. Gefundene Gegenstände, Aufnahmegerät, Brechstange. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen rumsuchen. Kann man hier durch? Ach, benutze eine Brechstange. Ah, okay. Null. Alright. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Wow, shit, hof! Wow. Was ist das? Ich seh's nicht. Was ist das? Keine Ahnung, irgendeine fette Ratte oder sowas. Ah, eine Ratte! I, stirb! Hilf mir! Ich bin gleich tot! Oh. LOL. Holy moly, Alter. Gibt's denn hier nicht irgendwelche Taschenlampen oder was? Ja, wir könnten uns ja eigentlich eine craften, ne? Hinweis aufnehmen. Oh, hier ist eine Kiste. Ups. Holy shit, was ist denn hier alles? Kunststoff. Hier ist haufenweise Kunststoff. Brauchen wir das unbedingt eigentlich eher nicht, oder? Nee, eigentlich Kunststoff, ne? Benötigt Bolzenschneider. Kiste aufnehmen. Benötigt. Haben wir einen? Okay, dann müssen wir uns das merken. Dass hier irgendwas mit diktiert, da vielleicht noch irgendwie rum. Ich sehe einfach gar nichts, ne? Sehe nichts. Ich muss mal kurz gucken. Kann man denn Stirnlampe? Was brauchen wir denn? Batterie und Seil. Gut, haben wir alles nicht dabei. Sehr gut. Guck gerade, ob man. Gut, man könnte zwar jetzt wieder zurückgehen vielleicht und schon craften. Das ist FDV, ich weiß es gerade gar nicht. Lol. Hm? Verrückt aus. Was soll aus? Immer auf Escape, dann Einstellungen ja. Und das
FD oder F0V, ich weiß es gerade nicht. Runter. Und der Grafik los. Ja, und dann nur mal das Ganze nach hinten. Ach so, Field of View. Field of View, okay. Ich habe gehofft, dass man irgendwie die Helligkeit einstellen kann hier. Bisschen hacken kann. Die Gamma. Gamma. Aber ich find's nicht. Los. Schattenentfernung. Keine Ahnung. Ich sehe da nichts. Das kann ja nicht sein, dass man keine Gamma einstellen kann. Ist doch so ein Standardding eigentlich. Scheint nicht, ne. Es ist schon arg dunkel, ne. Ich sehe gar nichts. Heftig dunkel, ja. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht kurz zurückgehen? Zurück an eine Taschenlampe, ja, ich überleg's auch gerade. Weil ich weiß nicht, wie groß das hier ist, aber das geht ja gar nicht irgendwie. Und auf YouTube sieht's dann noch schrecklicher dann aus. Ne, ich sehe einfach nichts, ne. Und wenn ich schon nichts sehe, weil... Und ist es jetzt auch noch... Toll, jetzt ist es auch noch... So, noch Nacht. Sehr gut. So, unter Wasser sehe ich mehr. Ja, stimmt. In der Nacht. Stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, wir müssen uns irgendwie... Taschenlampe, irgendwas. Hatte mal eine, aber die ist ja relativ schnell aufgebraucht gewesen. Was benötigt so eine Stirnlampe? Hast du mal geguckt? Eine Batterie und zwei Seile. Okay, haben wir eine Batterie? Ich habe eine Batterie gerade noch, ja, aber du nur musst eine? Wahrscheinlich nur mal eine craften, ja. Wie geht das? Batterie? Eine Batterie erstmal. Ah. Haben wir einen Kupferband hier bestimmt, oder? Sechsmal Kunststoff. Kupfer haben wir bestimmt, ja. Ich gehe schnell hoch. Gibt es irgendeine Taste, dass man wieder auslacht? Moment. Einstellungen, Steuerung. Kriechen, Aktion, Energieren, Distanz. Stirnlampe, eine und zwei Seil jetzt noch. Eins, zwei. Also ich hätte jetzt mal eine Stirnlampe. Ich mag die aber nicht gleich verwenden. So. Ich habe gerade geschaut, ob man die irgendwie an- und ausmachen kann, aber irgendwie... Ne, ich glaube, sobald du die anhast, wird die verwendet. Ist einfach so. Plastik gleich wieder weg und Schrott auch. So. Lol, das habe ich Salzwasser getrunken, nicht halt. Irgendwas wollte ich noch wegtun. Ach ja, Holz. Oben. Holz wegtun. Ach, das Mistvieh. Ach, verdammt, ich hab's nicht getroffen. Hey, hast du... Ich hätte gedacht, ich hätte alles geerntet, aber anscheinend habe ich das gesehen. Upsi. Jetzt wollen wir uns schnell schlafen gehen, damit es noch Tag wird. Ah ja, das könnte man machen. Und dann könnte man in diese Yacht gehen. Ich muss hier kurz mit ein bisschen essen her. Und was habe ich denn hier noch alles dabei? Das ist rohes Zeug. Das kommt hier rein. Rezept Deluxe Wells. Na ja, alles Neues. Zack. Weiß nicht, ob das jetzt was bringt, wenn wir dann schlafen gehen. Und dann sind wir ja wieder hungrig, oder? Theoretisch, aber sonst wird mir Schaden kriegen, was wahrscheinlich, oder? Nee, und am Schlafen nicht, glaube ich. Okay, da ist jetzt Ziel drin. Rote Rübe. So, also ich bin eigentlich wieder soweit. Ich würde. Ja, wobei, wir können auch gleich in das Schiff gehen. Ich meine, da ist es eh dunkel. Bis wir wieder draußen sind, ist auch wieder hell. Ist es soweit? Moment. Ich muss hier noch schnell das hier loswerden.
Und Holz, Holz kommt hier rein. Boom. Ja, kann losgehen. Huch, also ich, bin ich da jetzt gekommen. Also ich habe aber nichts zu essen dabei oder sowas, ne? Also, und ich dauert das nicht zu lange. Also ich habe eine halbe Wasserflasche noch dabei, aber... Ja, na, wie habe ich das denn da jetzt? Wasser habe ich auch dabei, aber nichts Essbares. Ich finde es krass, wenn du so eintauchst und wieder auftauchst, dass erstmal deine ganze Sicht für so verschwommen ist. Das ist ganz cool, ja. Das ist gut gemacht, ja. So. Aber wenn du reingehst, der erste Moment ist ja voll hell hier eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. So, jetzt mal mit Stimmlammer rum. Oh, Alter, genau, dann machen wir das. Dann machen wir das so, dass immer eine erstmal, weil ich sehe eigentlich auch alles dadurch. Benötige einen blauen Schlüssel. Ja, dann müssen wir weiter. Jetzt sollen wir nochmal in den anderen Raum gehen, wo wir vorhin waren. Vielleicht haben wir da was übersehen. Das kann natürlich sein. Oh, lol! Als ob, oder? So ein Sack. Also die respawnen anscheinend. Holy moly. Voll erschrocken gerade. Hier am Boden nichts. Ja, normalerweise leuchtet das eigentlich alles. Gut, dann haben wir hier nichts übersehen. Auch nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Hier müssen wir uns merken, ne? Holzenschneider. Ja, dann hier. Blauer Schlüssel. Blauer Schlüssel? Bathroom. Hello, hier jemand zu Hause. What? Roter Schlüssel. Roter Schlüssel. Nice. Ja, und wir brauchen einen blauen Schlüssel dafür die andere Tür. Okay. Ja, aber ja, aber wahrscheinlich ist dann dort, wo wir mit einem roten Schlüssel reinkommen. Der blaue Schlüssel. Okay. Also an, Kunststoff. Ja, Hinweis. Hinweis. Was Gastank aufnehmen. Mhm. Gastank. Okay, krass. Also Kunststoff mangelt es uns nicht mehr hier. Nee. Na, Hinweis aufnehmen. Ja, gut. Da haben wir jetzt erstmal alles, glaube ich. Kann man da weitergehen? Ich so gerade in die Du gehst gerade verkehrt, du gehst wieder zurück, oder? Ja. Ah, rote Schlüssel. Hallo? Mechanisches Teil aufnehmen. Boah, ist hier Holzenschneider. Und wahrscheinlich ist in dem Spind der blaue Schlüssel. Benötigt 5 mechanische Teile. Ach, hier kann man irgendwas zusammenbauen. Hier kann man Sachen craften. Benötigt. Tust du das komisch rum? Nein. Benötigt eine elektrische Leitung an Gastankkugel. Ein Gastank, okay, eine Kugel. Hier kann man zwei verschiedene Sachen irgendwie craften. Was? Weißt du nicht, benötigt 5 mechanische Teile. Boah, fuck, ist das gruselig. Ein Raft ist es einfach saugruselig gerade. Kannst du dein Ding. So eine Scheißratte ist, wieder, ne? Ist doch ein Wagenheber. Ja, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Oder wieder zurück, besser gesagt. So, jetzt können wir den Spind aufmachen, da ist wahrscheinlich der blaue Schlüssel drin. Yep. So, öffne dich. Ja. Hinweis und blauer Schlüssel. Perfekt. Dann. Na, okay, jetzt geht's noch rum. Hui, groß. Irgendwo ist noch diese Ratte da. Ganz schön große Ratten, ne? Yep. Toll, nur Kunststoff. Schaut's mit deiner Batterie aus? Ach, das geht noch drei Viertel noch. Ach so, ja dann. Na, wenn wir jetzt kämpfen müssen, überlege ich gerade, ob ich die auch schnell drauf klatsch. Ja, also hier geht's dann nochmal nach oben. Oh, relativ groß hier noch sogar. Ah ja, okay. Das fängt erstmal richtig an hier zum Erkunden. Den Fernseher können wir den mitnehmen, das wäre mega fett. Hier die Lampe oder sowas. Wo kommen das nicht alles? Die Kerzen hier? Den Stuhl. Alles mitnehmen. Ja, was für eine Yacht.
Matratze. Wow, fucking hell. Ja, was war jetzt denn los? Alter, mich hat's gerade voll geschockt. Ich glaube, es hat mich gerade jemand auf Twitter gefollowed. Jetzt kam diese Alert und irgendwie ist der gerade angegangen. So. Während der Aufnahme. Ja, das ging mir auch mal so. Oh, weil ich diese so eine Glocke habe, so boom. Oh, shit. Hey, da ist doch irgendwas drin. Irgendein Kätzchen? Achso, nee, haben wir schon selber. So followt ihr jetzt jemand auf Twitter? Was, auf Twitter? Oder Twitch? Twitch. So, sorry. Wieso followt ihr jetzt jemand auf Twitch? Weil er vielleicht Video angeschaut hat und gedacht hat, oh yeah, Mann, der ist richtig geil drauf, der Typ. Glaube ich nicht. Und boom, so weit zu machen. Hallo. Oh, hier ist da ist er. Da ist die Ratte. Ja, komm. Erstmal ich, oder? Irgendwas kann man da aufheben? Ja, Fleisch. Fleisch. Benötigt einen vierstelligen Code. Moment, haben wir den eventuell? Hey, da ist unsere Ding. Da ist unsere Insel. Unsere Ding. Wir haben richtig viel Sprachfehler. Ja, gut. Wir sind richtig bei der Sache. Ja, ich merke das auch schon. Richtig geil. Hallo. Hast du nicht ein Aufnahmegerät oder sowas aufgenommen? Schrott. Warum komme ich hier nicht rein? Was ist denn das? Schrott. Oh, ja. Mechanisches Teil. Das ist das Kiste. Ja, gut, okay. Dann haben wir hier schon mal was gefunden. Ist doch schon mal gut. Nicht kaputt machen. Gut, dann geh. Genau, ich warte mal da hinten nochmal auf dich. Bevor wir da hochgehen, würde ich da nochmal nach hinten gehen. Hier war mal. Da kommen wir nicht rein. Da geht's lang. Ja. Also hier geht's dann nochmal nach oben. Hier war. Was? So ein Kissen, der am Boden liegt. Hier waren wir drin. In genau, dem dann. Klo waren wir. Ja, dann geht's hier nach oben, aber wir waren hier hinten noch nicht. Nee. Ich sagen, können wir mal da rein. Was ist das? Ach, Kugel. Die Bar. Ach, guck ja, geht's auch nach oben dann. Ach, du hast die Kugel gefunden. Okay, was ist hier? Neue Notiz gefunden. Notiz. Oh ja. Schauen wir mal. Ah, hier ist mal ein mechanisches Teil. Ich habe auch noch ein mechanisches Teil. Perfekt. Da. Geht ja richtig rund hier. Haben wir hier irgendwas? Ein Pool oder so? Schau, dass da kein. Was liegt hier unten? Nichts. Ein Pool. Aber ich finde es eigentlich komisch, dass der Alert eigentlich jetzt in der Aufnahme ist, weil ich habe eigentlich extra die Zähne gewechselt. Also da dürfte eigentlich kein. Achso, der Alert wird vielleicht nicht. Er wurde, glaube ich, nicht angezeigt. Aber wieso läuft denn der Ton ab? Ich versteh's auch gerade nicht. Gut, ich hab aber auch, ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich eine Szene im Stream und im Aufnahmen. Bei der Aufnahme kommt kein Alert. Eigentlich, also er wurde dir nicht angezeigt. Von innen verriegelt, okay. Wir müssen wahrscheinlich trotzdem wieder runtergehen. Von innen irgendwie hoch. Ja, ich guck mal hier hinten vielleicht irgendwie ein bisschen was. Na, den Kisten oder sowas. Hier ist nichts. Wo bist du denn? Ich bin wieder drin, ich warte bei der Treppe auf dich. Ach, von innen verriegelt. Ja, genau, dann warte ich jetzt bei der Truhe. Bei der Treppe. Oh, ich komme hier rein. Ja, da. Aber ich treffe ihn gerade nicht. Oh, mein Speer ist kaputt. Okay, hier geht's. Hier, ich mach mal die Türen auf, die nach draußen gehen einfach. Oh. Mach du auf. Da geht's dann noch weiter höher. Schlüsselkarte. Kunststoffkiste. Kunststoff. Da ist ein Hinweis, das sehe ich doch. Ah, der Code! Vierstelliger Code, aha, okay. Und da ist ein Teil. Ist oh yeah. Das haben wir dann gleich nochmal runter. Dann müssen wir wahrscheinlich zum Tresor runter, dann wahrscheinlich die Schlüsselkarte holen und dann wieder hier rein. Ah ja. Oder wir gehen erstmal hier hoch. Komm, gehen wir erstmal hier hoch. Nee, ich würde eher wieder runtergehen.
schauen, was im Tresor ist, bevor wir dann nach und nach... Ja gut, aber wenn wir hier jetzt nochmal ein paar Teile oder so finden, können wir die halt gleich craften. So, so meinst du? Wenn wir schon mal unten sind. Ah, Schlüsselkarte! Hier ist die Schlüsselkarte sogar. Lol. Oh lol! Ach, leck mich doch! Ey, das war ja richtig nervig gerade. Immer wenn ich geschlagen habe, ist der irgendwie so gesprungen und habe ich daneben geschlagen. Guck mal, ich bin voll der DJ. Jo, wie heißt du denn? DJ. Ah lol, hier braucht man den Wagenheber dann. Ach so. Das ist irgendwie interessant gemacht. Ach, das ist dann wirklich gar nicht für uns. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann gar nicht für uns gedacht, sondern. Kann man jetzt hier auch nochmal? Ich geh dann nochmal nach oben jetzt. Ja, ey, warte, ich gehe hier außen rum nochmal. Hier geht's nochmal nach oben? Eieiei, wie oft geht's denn hier nach oben? Also, es hat schon viele Stockwerke hier, von außen. Hier braucht man einen grünen Schlüssel nochmal. Krasowitsch. Komm jetzt. Wo bist du jetzt? Bist du bei den Stairs nach unten nochmal, oder? Nein, ich bin oben hier. Warte, wo bist du? Hier. Da, okay. Genau, wenn man jetzt hier hochgeht, hier raus. Braucht man hier einen grünen Schlüssel. Einen grünen Schlüssel, okay. Was, wenn man hier rumgeht? Ich verduschte hier gerade. Bist du da hochgegangen nochmal? Ich bin gerade am Hochgang. Benedikt, Bombe. Okay. Eine Bombe. Gut, also, Alter, aber... Muss man sich richtig merken, wo das alles war, das Zeug zum Craften und sowas. Gut, dann gehen erstmal runter. Runter. Den Wagenheber bauen und den Code eingeben. LOL, wo kommst du wieder her, du Scheißviech? Gott sei Dank habe ich mir noch einen Speer gecraftet, bevor wir hergegangen sind, ha? Ja. Naja, ich muss das halt mit meinem Bogen machen. Der aber auch gleich kaputt ist. Scheiße. Moment, ne, wo ging's hier runter? Doch, hier runter. Da? Ja. Genau, okay, die spawnen die ganze Zeit, da hinten ist wieder eine Ratte. Das ist nur das Bad gewesen. Durste? Dann ist hier. War das hier zum Craften? Nee. Dann hier nochmal. Ah ja, genau. So, schauen wir mal, was hier ist. Wagenheber. Ist perfekt. Und was ist hier? Elektrische Leitung, Anzünder, Gastankkugel. Wir haben bis jetzt nur eine Kugel und einen Gastank, oder? Ja. Und da brauchen wir. Dachte, da baut man wahrscheinlich die Bombe dann. Ja, stimmt. Okay, aber. Ich sag mal, es ist ganz nett eigentlich die Idee, dass man so rumkraften muss und sowas, dass man halt jetzt blöd sagt, dann aber man findet wieder hochlaufen jetzt muss, jetzt für die ganzen Bomben das wieder finden muss, dann wieder runterlaufen muss, dann wieder ganz nach oben laufen muss, das ist halt... Prinzipiell okay, aber was ich gerade, du findest gerade halt haufenweise neues Zeug, aber das ist nur... Wo war der Tresor? Ich glaube, war beim anderen Zimmer. Aber du findest das ganze Zeug, denkst dir, boah, geil, was Neues, irgendein Wagenheber, schauen wir mal, wie ich das verwenden kann, ne? Leck mich! Brauch deine Hilfe, ich bin gleich tot! Alter, wenn es sich nur auf einen konzentriert, das ist ganz schön heftig, weil er dich dann die ganze Zeit beißt. Hier, oder? Ja. Schauen wir mal auf, da ist wahrscheinlich eine grüne Schlüssel drin, schauen wir mal. Elektrische Leitung, Hinweis. Elektrische, okay. Dann haben wir drei Teile. Jetzt, achso, dann, den Wagenheber. Jetzt wieder hoch. Genau, jetzt ganz hoch wieder. Das Ding ist, du findest... Oh, shit! Du findest die ganze Zeit... Die sind echt gruselig, fällt ekelhaft aus, groß, so. Gut, mein Licht ist ausgefallen. Okay. Mal gucken. Ja, mein Licht hat auch nicht mehr viel. Müssen wir uns ein bisschen spuken gerade. Als hätte man das zu zweit nicht umkippen können, oder? Ja gut. Hat ganz schön Bumm gemacht. So, hier ist eine Kiste, hier ist ein Hinweis. Ich sag dir, wenn wir hier nichts ordentliches finden, ey. Die ganze Zeit Craft zum Wagenheber und was weiß ich, findest aber nichts ordentliches. Da ist hier nochmal eine Kiste. Was waren in den Kisten? Oh, Essen. Ich esse mal so eine rote Beete. Gut, also ich kann jetzt vielleicht noch ein, zweimal schießen. Hey, aber. Hier waren jetzt nur Hinweise eigentlich, ne?
Wow, fuck, shit. Kommst du auf mal her, du Mist. Leck mich doch. Bin bald tot, wenn es so weitergeht. Ja, ich muss, glaube ich, echt mal vielleicht zurück zum Schiff mal. Zum Fluss. Das Ding ist, wir haben jetzt, irgendwie fehlt uns jetzt was, oder? Oder kann man jetzt schon die... Weil die grüne Karte haben wir, den grünen Schlüssel haben wir ja eigentlich noch nicht, oder? Aber ich hätte gedacht, wir hätten den schon mal... Jetzt weiß ich, was du gemeint hast mal in irgendeiner Folge, dass du da so einen grünen Balken hast bei deinem Essenszeug. So einen normalen Balken und dann noch was drüber irgendwas. Weil ich gerade einen Fischtopf gegessen habe und das bringt irgendwie anscheinend extra Ding. Ja genau, irgendwie. Das ist komisch irgendwie. Ich überlege gerade, ob ich... Ne, ich kann hier nicht runterspringen, alles klar. Hallo. Weiß jetzt gar nicht. Hier? Ach so, hier geht's. Nochmal hoch. Oben haben wir nichts übersehen, oder? Weil eigentlich der Stockwerk war... Grüne Schlüssel. Der fehlt uns jetzt. Und die Bombe. Grüne Schlüssel und die Bombe. Aber die Bombe können wir doch noch nicht craften, oder? Nicht. Frische Leitung, Kugel, Gastankschlüssel. Das ganze Zeug hast du, weil ich habe echt nichts. Das hast du im Inventar, oder? Nee, du musst T drücken. Dann wird es bei dir wahrscheinlich auch angezeigt. Wo bist du denn? Da bist du. Das Aufnahmegerät haben wir doch auch irgendwie. Haben wir das schon? Ah, nein! Schon wieder so ein Viech. Wieso spawnt die ganze Zeit die Miesdinger? Das nervt. Mann, ich hau immer daneben! Ah. Ich hab schon 10 von den Viechern gekillt, so. Ja. Also ich kann mich gar nichts mehr machen. Ich muss, glaube ich, echt zurück jetzt mal. Voll über- ich hab keinen Speer mehr, ich hab keinen Bogen mehr. Kein Licht mehr. Ja, mein Licht ist auch gerade aus. Dusch geht nach unten. Wow, nein! Okay, ich gegen jetzt kann ich jetzt nicht kämpfen. Zum Glück sehe ich gerade so viel. Bist du? Alle. Wo geht's denn hier? Wo geht's denn hier raus? Kill it! Gut, mit Axt kann ich da nicht kämpfen anscheinend. Nehmen wir das noch mit, was soll das? Kann man ja immer gebrauchen. Ja. Also. Wie geht's denn hier nochmal raus? Hier? Dann hier runter. Hier, hallo, wo bist du? Ich bin hier raus. Oder springst du? Achso. Kommst du da raus? Boah, glaub schon. Ich sehe grad gar nichts. Wo bin ich denn hier? Ich bin draußen. Das ist schön für dich. Irgendwie. Hallo, hier. Wieder unten. Okay, Moment. Moment, wieder unten? Oh, ja, ja, du. Also ich bin unten wieder reingegangen. Ach, du bist nochmal rein. Wollte entgegenkommen. Oder bist du jetzt draußen? Nee, warte, ich komme dir entgegen jetzt. Hi. Du hast auch kein Licht mehr? Gerade eben ausgegangen, vor 2 Sekunden. Ah, okay. Ja, wie viel Zeit? Wir sollten aber eh, wenn wir jetzt auf dem Flur sind, können wir die Aufnahme beenden. Ja, das ist gut, ja. So. Dann gehen wir nochmal rein, suchen den grünen Schlüssel. Und ja. Dann oder guck mal, wo das nächste Teil ist, eins von beiden. Was halt gerade zuerst rankommt. Wir können ja mal schauen, ob wir jetzt die Bombe schon bauen können oder wie es ausschaut. Gut. So gut, Was musst du von hier? Oh, der Hai, Mensch, der nervt. Ist es eigentlich schon wieder dunkel oder? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Dann schlafen wir schnell und dann. Ja. Mach mal Aufnahmeende. Achso, wenn man schläft, verliert man überhaupt keinen Hunger und Essen wie bei Forrest. Ah ja, stimmt. Ach klar, das wissen wir doch. Ach, egal. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao.